Ja, die Unabhängigkeit ist das Wichtigste für die Oberbank schlechthin. Es ist unser wichtigster Wert, es ist unser oberstes Unternehmensziel. Es befähigt uns, die Ansprüche unserer wichtigsten Stakeholder ausgewogen zu berücksichtigen. Es erlaubt und ermöglicht uns, einen eigenständigen Wachstumskurs zu verfolgen. Es gibt der Oberbank eine entsprechende Identität und wir haben uns damit in den letzten Jahren zu einer wirklichen Alternative in der österreichischen Bankenlandschaft entwickelt. Und ich glaube, es würde etwas fehlen, wenn es die Oberbank und die Dreibankengruppe ganz einfach nicht gäbe. Ja, die Kunden profitieren natürlich von unserer Unabhängigkeit, von unserer Eigenständigkeit, indem wir uns als klassische Regionalbank mit ihnen, glaube ich, auf Augenhöhe bewegen. Und wir sorgen dafür auch, dass Entscheidungen für die Region hier in der Region getroffen werden und dass wir uns nicht hinter den Entscheidungen einer entfernten Konzernzentrale einfach verstecken können. Und worauf ich besonders Wert lege, ist, dass der Vorstand auch die wichtigsten Kundinnen und Kunden auch persönlich kennt und auch regelmäßig besucht. Ich glaube, das sind letztlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns am Markt durch die Art der Leistungserbringung einfach unterscheiden. Aber natürlich auch die Strategie, die sehr besonders zukunftsorientiert ist. Und diese Strategie ruht auf einem Wertefundament, auf einem sehr stabilen Wertefundament. Und der wichtigste Kernwert ist wieder die Unabhängigkeit. Und wenn wir die Unabhängigkeit verlieren würden, dann würden auch die anderen Werte an Bedeutung verlieren. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in den nächsten Jahren einfach die Veränderungen, die auch auf das Bankgeschäft mit großer Wucht einwirken, bewältigen. Das ist die Herausforderung der Digitalisierung, das ist die Herausforderung der Nachhaltigkeit. Das ist aber auch der Generationswechsel, der uns in den nächsten 10 Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigen wird. 150 Führungskräfte werden neu zu besetzen sein und wir möchten gerne diese Führungskräfte zu 80% aus den eigenen Reihen besetzen, auch bis zum Vorstand hinauf. Und wenn wir wieder eine nächste Generation etablieren, die auch wieder das Gen der Unabhängigkeit entsprechend vor sich hertragen. Ich glaube, dann habe ich auch und haben wir als Vorstand unsere Aufgabe gut gemacht.